Da sitzt doch jemand. Wetten, man muss hier irgendwas machen mit dem Rohr. Aber todsicher. Das Tarantel lass auffüllen. Okay, warum sagt denn keiner was zu mir, Run? Ich meine, vielleicht kann ich ja auch helfen. So, ist dir schon mal aufgefallen, dass du seit dem ersten Teil nur Müllschrott gesammelt hast in der Spielreihe? Sollte an mir zu denken. Wieso? Das sind hochwertige Sachen hier. Das Fischmesser sieht aus wie neu und das Kissen ist auch hier. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. Das ist kein so Müll. So viele Kopfläuse können nicht irren. Das außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich... Das wäre in Schrott, würde sowas nicht zu finden sein. Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. Ja, super. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Cool. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Nein, ein Schnabeltier. Das ist maximal milde merkwürdig. Maximal milde merkwürdig. Tatsache, da können wir was machen mit dem Leck hier oben. Und zwar müssen wir da... Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Ah, wir gehen erstmal rein. Gehen wir mal nach oben, zu den Zimmern. Hä? Moment. Hä? Sind das andere Zimmer? Nein. Das sind dieselben. Ach so, wir können hier einmal... Da stimmt doch was nicht. Doch, klar, stimmt was. Alles in Ordnung. Okay, raus. Und dann gehen wir mal, ins Toilettentür. Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Einmal nur ein kleiner Hinweis. Hier wäre eines dieser Schnabeltiereier, was du suchen willst. Ja, will ich. Okay, also es gibt wirklich welche, ja? Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Okay, ich weiß ja nicht genau, wir haben ja Lizenz, aber ich suche das alles nochmal ab. Okay, das ist gut zu wissen. Besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht. Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Ich das schon die wieder? Die Stimme kenne ich doch aber dann auch. Dann bist du hier falsch. Ich bin der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Bis jetzt. Ach komm, du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben. Ah, okay. Und ob anderer ich Dialog. Das kann, ich habe eine Zeitmaschine. Da könnte ein Ei liegen hier. Nee, da ist aber irgendwas Rundes. So, nochmal. Besetzt! Ach komm schon, du kannst doch nicht ewig... Und ob ich... Ich habe eine Zeit... Ob wir hier mal irgendwas machen können mit diesem Rohr hier? Klar, irgendwie muss der da später mal raus. So, wir gehen mal da rein. Ui, was haben wir denn da? Wieder Strom. Okay. Alles klar, ein freundlicher Totenkopfschlüssel. Eine Klingel. Ja, dann klingeln wir doch mal. Ach, upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Alles von der klar. Kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürfen sie die Nacht überstehen. Na gut. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen?
Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Menetekel. Das ging einfach. Cool, danke schön. Danke, mein Bester. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Das sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja. Außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Mhm. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Alles klar, keine Jungfrauen bei sich zu tragen. Menetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Ist ein Argument. Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzer-Trasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Welche Zielgruppe Menschen denn? Ohne Geruch sind? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, alles klar. Die. Super. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Erzappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. Natürlich nicht. So weit nicht. Kommt's noch. Hallo. Ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Was habt ihr da? Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich will darin nicht übernachten. Gute Antwort. Warum frage ich überhaupt? Okay, dann mal hoch da. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das? Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Natürlich. Also dieses Tickern da, das macht mich wahnsinnig. Ich finde es sehr... Da habe ich die Effekte schon leiser gemacht. Läuft das nicht unter Effekt oder so? Ich erkenne keinen Unterschied. Es muss doch ein Effekt sein, oder nicht? Doch. Es wurde doch noch lauter. Deutlich lauter. Sehr unangenehm laut. Gehen wir da mal hin. Ah, schön. Guck mal, Salz und Pfeffer. Können wir was mitmachen. So, mal gucken, ob hier irgendwelche Eicheln rumliegen. Was ist denn das für eine Zeichnung da? Da könnte ein Ei liegen. Keine Ahnung, ist es rund? Und oh, ein hübsches Bild. Und Korken... Okay, kommen Sie. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen. Und dann... Problem gelöst. Das ist auch eine schöne Scheibe von Korkenzieher. Nimm mal mit. Dr. Übel Pfeff Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Übel. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Nein. Das war mir neu. Okay, was machen wir? Kaffeemaschine. Ach, schon wieder eine? Ich trinke Kaffee normalerweise schwarz. Aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Ich muss es auch anklicken. Okay. Oh, Tatsache. Zwergstammeltier. Ach, man kann es. Okay, weil der Mauszeiger sich nicht geändert hat. Ich dachte, das wäre ein Hintergrundbild. Wie cool. Ja, danke. Da will ich jetzt. Mauszeiger, ne? So. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Yep. Staub. Das klingt ja schlimm. Soll ich es nochmal machen? Ja. Okay, schwierig.
Oh, schön. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Ey, das Husten, das ist Zimmer so. Nummer 5. Rattennest. Rollig. Die geben den Zimmern hier Namen. Stimmt, das wäre zu einfach, hast du natürlich recht. Ich kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Jungsblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Ja, dann mach doch mal gerade. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Oh, Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Ja, das geht wohl nicht. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Ah, glitschig. So. Dann hier, Korkenzieher. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Eine Mutter. Mutter. Ich bewundere seinen okay. Takt auf. Sehr schön. Problem. Sehr schön. Können wir das irgendwie anti-rutschmäßig... Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Eine Mutter. Entosaurus möglich. Ich würde sagen... Was ist klein und rund und riecht nach Fisch? Eine Mutter. Es ist jetzt klar, dass wir das so weitermachen, ne? Wozu oder? Braucht ein Geschmack? Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ein Blutkakao. Eine Mutter. Alles klar. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Eine Mutter. Sehr schön. Ich glaube, alles, was wir finden, werden wir da jetzt dann ausprobieren. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meiner eine Mutter? Okay, das ist derselbe Spruch. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Eine Mutter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was steht in der Küche? Ja, okay, gut, das ist derselbe Satz. Und den Staub nochmal. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Eine Mutter. Ja, ja, alles klar. Okay, also es, ich glaube, die Mutter ist einfach nur so da. Das glaube ich, langsam. Zur Rezeption. Wie komme ich denn jetzt zu den Zimmern? Jetzt ernsthaft, wie komme ich denn... Ach so, klar, zu den Zimmern. So, da, nein, da. In das Zimmer des Sehers. Zimmertür, Zimmertür. Ja, dann wird das wohl meine sein, ne? Goal? Keine Antwort. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Zack, Zimmer. Ja, kann ich so auch nicht erkennen. 5. Oso? Keine Antwort. Habe ich den Schlüssel nicht benutzt dafür? Der passt hier nicht. Okay, dann passt er aber da. Passt. Mach ich doch. Da seid ihr ja. Hui. Wer ist das denn? Und wow, was ist das alles für Zeug? Habt ihr das gerade erst aufgebaut? Nein. In diesem Hotel gehören Neurofusionskammern zum Standardzimmerinventar. Ach natürlich so. Waren wir das. Ganz so. Schön flink. Und wozu braucht man so ein Neuro-Dingens? Kann man damit verschlüsselte Sender gucken? Das auch. Hauptsächlich repariert es aber Golds Gehirnimplantat. Wieso, die war doch intakt? Gehirn? Du weißt doch, die Wiederverschmelzung ihrer Charakterfacetten. Ja? Ihr gesamtes Bewusstsein war auf einer Datasette gespeichert. Richtig. Zusammen mit den Aufstiegscodes. Genau. Die ihr für den Zutritt zum Hochboot braucht. Ja. Genau. Nach diesem Eingriff ist Goal wieder ganz die Alte. Und dann kannst du auch die Dusche wieder benutzen. Dusche? Wozu? Naja, für den Aufstiegszoll. Oder dachtest du, sie lassen dich so nach Elysium? Hä? Was soll das denn nur wieder heißen? Ich meine ja nur, nach allem, was wir über diesen Cletus wissen, ist er ein extrem reinlicher Mensch. Wenn du also in seine Rolle schlüpfen willst. Ja, lass mich mal machen. Hat der Bruder schon mal diese Mega-Frisur? Oder muss auch noch helfen? Nicht nötig. Es ist fast alles bereit. Cool. Fast? Was fehlt denn noch?
Was meinst du mit fast? Was meinst du mit fast? Oh, nichts Schlimmes. Nein, ich muss nur noch das Dateninterface kalibrieren. Und wieder einmal muss ich die Karre in den Dreck ziehen. In den Dreck, ja. Ich doch. Kein Problem. So ein Datengedöns filetiere ich doch mit links. Hm. Man muss einfach hier drücken und... Rufus, nein! Das drosselt die Brennstäbe. Ach, die können das ab. Rufus, dieses Kalibrieren ist doch eigentlich viel zu simpel für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar, Doc braucht noch dieses Ding, das sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Oh, genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp... Mammutfell. Relais. Ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais? Folgentitel, Folgentitel. Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich kostet das nur einen Jiffy. Folgentitel, ich würde sagen Folgentitel. So, jetzt gucken wir mal. Ach, das geht da aber auch noch. Hier einfach die anderen finden, ist jetzt nicht mehr, aber komm, direkt der nächste Weg. Das Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais finden. Und dann zurück zu Doc und Operation durchführen und auf nach Elysium. Das geht doch einfach. Na, die wollen wir nicht weg, die brauchen das ja. Kann aber nicht wahre Freundschaft ist doch was Feines. Egal was passiert, man trägt sich nichts nach. Auch nicht die mangelnde Stabilität seines Kutters, die fast meinen Plan ruiniert hätte. Na, Boso, du Alter! Boso, den Anzug wiedergeben? Sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je, du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Komm schon. Nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ja. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni. Oder mein ex-bester Freund Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Ha. Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Okay, machen wir gleich. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach, das hast du mitbekommen? Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. Sehr schön. Eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine, was nützlich? Ein Köderfisch oder so. Köder? Richtig, wir haben überhaupt keinen Köderfisch. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Eieiei, so. Aufs Handtuch? Hey, Boso. Ich kann nicht aufs Handtuch klicken. Das geht nicht. Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Du frierst ja bestimmt. Du frierst doch bestimmt. Nicht wirklich. Es zieht zwar durch die Löcher im Dach, aber die stickige Heizungsluft gleicht das wieder aus. Und wenn die Heizung ausfallen würde? Willst du mir nicht einfach sagen, was du vorhast? Dann müsstest du dir nicht ständig irgendwelche Verrücktheiten einfallen lassen, um voranzukommen. Das wäre doch langweilig. Ja. Aber wo bliebe dann der Spaß? Wo bliebe der Kick? Wo die Herausforderung? Okay, wir brauchen definitiv sein Handtuch für später. Und deshalb müssen wir erst die... Alles klar. Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn.
Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Alles klar, okay. Dafür brauchen wir die Zahnpasta. Ey, Bozo wird richtig hart drangenommen werden, denke ich immer so. Können wir das mal probieren. So. Deine Blöße wirkt mein Ästhetikempfinden. Nein, nicht! Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos, warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Das stimmt. Lassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Da hat er viel Nachrichtensprecher. So, ich brauche dieses Handtuch. Okay. Nein! Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Okay, so, zieh mir was an. Erlöse mich. Komm schon, zieh dir bitte was an. Erlöse mich von diesem Anblick. Ich hab dir doch schon... Meine Klamotten sind... Und überhaupt, warum sollte... Ja, okay, gut. Ach, mach doch, was du willst. So. Sorry, ich muss hier weg. Wahre Freundschaft ist doch was Feines. Egal, was passiert, man trägt sich nichts nach. Auch nicht die mangelnde Stabilität. Also mit Rechtsklick, Nee, mit Rechtsklick gucke ich es ja nur an oder ihn und mit Linksklick spreche ich ihn an. Das Handtuch kann ich nicht anklicken. Ich weiß gar nicht, wie auf die Idee kommt. Das Handtuch kann ich nicht anklicken. Da ist nichts. Aber wir haben eine Tasche. Irgendwo habe ich so eine Tasche doch schon mal gesehen. Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar. Nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Wenn wir jetzt noch einen Eispickel hätten... Ne? Das ist die fleckig. Hey, das war Ironie. Habe ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Oh Mann. Ein Drittelschrauber? Was ist denn ein Drittelschrauber? Ein Drittelschrauber? Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an, weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Verdammt, wir brauchen den Drittelschrauber, sonst kommen wir hier nicht weiter. Ohne Drittelschrauber können wir das Spiel gar nicht richtig machen. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ich rette dich. Und dann geht's ab nach Elysium. Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption. Nicht da, bitte! Und ein kleines Häschen am Mundwinkel. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie. Ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Eigentlich 5. Ich habe mich gerade gefragt, wenn er... Er gibt mir einen Zimmerschlüssel für mein Zimmer. Wir kommen rein und die drei sitzen da schon drin, haben alles aufgebaut. Woher haben die den Schlüssel eigentlich gehabt? Das frage ich mich. Sag mal, wenn 1, 2, 3, 4, 5... Ist die Frage, wie die Zimmernummern da draußen sind. Ich würde sagen, Nummer Zimmer 3. Zimmer 3. Ah, endlich erreiche
ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Es sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Zimmer 1. Zimmer 1. Das ist unmöglich. Zimmer 1 ist nicht vermietet. Und Stimmen aus dem Jenseits gibt es dort auch nicht. Im Gegensatz zu den anderen Zimmern. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich... Zimmer 9. Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also, dem am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar... Der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich habe eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... So, das ist immer mal Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Alles klar, ich würde gerne etwas essen. Ich würde gerne etwas essen. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Nope. Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Auch geil. Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern. Sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Gegen Sie tun? Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller... Ich wollte gerade sagen, ich muss mal im Keller gucken. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ach, ja. Verwählt. Kein Problem. Das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beidem. Okay, raus da, Speiseplan holen. Mammutfell? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. So. Da muss das ja Zimmer 1 sein hier, oder? Keine Antwort. Vielleicht. Wir wissen es nicht genau. So, auf zur Rezeption. Das ist doch Cletus. Ups. Hat mir gerade noch gefehlt. Ja, mir auch. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Okay. Haben Sie das verstanden? Einmal Kochwäsche, bitte. Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbott. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbott. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Zimmer 1, ne? Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Goal. Oh, dafür ja. Weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Alles klar, geil, es gibt wirklich eins. Wie cool. So, also, das geht auch nicht mehr. Also, wir müssen jetzt schon, das sieht aber nachher aufgeräumt aus, in Cletus Zimmer einbrechen. Alles klar, Cletus aus dem Zimmer locken und dann einbrechen. Ja gut, das kriegen wir hin. So, dann gehen wir zur Rezeption. Wieso heißt der eigentlich Oppenbott? Also, ich kenne nur einen Namen, den ich mit Oppen assoziiere. Das ist Oppenheimer. Und da sie ja vorhaben, den Planeten zu sprengen, könnt ihr mir vorstellen, dass Oppenbott die Sprengung übernehmen wird, oder? Ist das jetzt zu weit gedacht oder zu komisch? Also mir gefällt der Gedanke auch nicht, aber wieso denn Oppenbott? Gucken Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Mhm. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Ich würde mir jetzt ganz gerne die Speisekarte hier abholen. Tasche... Ich glaube nicht, dass wir zu ihm hingehen können. Ich bleibe lieber in Deckung. Mhm, das dachte ich mir. Dann schleichen wir uns doch mal von hinten ran. Oh,
Cletus hat seine Tasche direkt auf die Durchreiche zur Küche gestellt. Diesen Leichtsinn wird er noch bereuen. Die ist bestimmt voller Dornwarzenkeime. Ich bleibe lieber in Deckung. Ach komm, wir müssen die doch austauschen können hier. Ich bleibe lieber in Deckung. Wie kommen wir denn in die... Ach, da ist die Tasche. Alles klar. Na, wirst du wohl. Nimm die mal mit hier. Alles klar. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Weder noch, wir packen einfach die Tasche darauf. Zack,